Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr am Titel entnehmen könnt, habe ich bei Shein bestellt und es ist doch ein größeres Paket angekommen als gedacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich bestellt habe, auch wenn es nicht allzu lange her ist. Und ich dachte mir einfach, wir könnten das gemeinsam auspacken und uns mal angucken, was ich mir so gekauft habe. Und ich würde sagen, ich mache es jetzt einfach mal auf. Ich habe leider eh nicht allzu viel gekauft. würde sagen, wir starten einfach hier mit dieser Jacke. Ich dachte, das ist eine Jacke. Sieht aber jetzt doch ein bisschen mickrig aus für eine Jacke. Vielleicht ist es auch ganz einfach nur ein Hemd. I don't know. Was denken wir darüber? Es ist, glaube ich, ein Hemd. Aber kann man bestimmt auch als Jacke tragen. Mal aufmachen. Ich dachte halt wirklich, jetzt wäre eine Jacke. Nur so zur Info. Weil Beschreibung lesen oder so. We don't know a Beschreibung, you know. Aber ich finde es eigentlich, wenn es zu offen ist, ganz okay auch. Ne? Ist mal ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt hier so auch sehen könnt. Ja, ich knüpfe das trotzdem mal so ein bisschen auch zu. I don't know. Was meint ihr? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Behalten. Also 1, das wäre die 1. Behalten oder zurückschicken. Oder gerne mal auch die Punktezahl, wenn 5 das Beste ist, was ihr dem geben würdet. Ich finde es eigentlich cool, aber ich würde trotzdem nur so... I don't know, ob ich es tragen würde. Ich habe übrigens hier so mein Handy, dass ich mich hier besser sehe. Ne, und hab irgendwie schon cool, ne, für so ein Foto. Aber ich weiß nicht, zieht man sowas an? Die Ärmel sind halt auch so eng. Klar, da ist ein Knopf, ne? Aber sehe ich aus, als hätte ich die Zeit, dass ich immer so aufmache. Ich drehe gleich durch. Und dann haben wir als nächstes Socken. Die habe ich tatsächlich heute schon an, nur in Pink. Also dasselbe, nur in Pink. Hier sind die gelb. Finde ich echt cool. Richtig cool, über die freue ich mich schon mal. Also die bekommen 5 von 5 Sterne und die behalte ich auch safe. Okay. Jetzt ist es zu. Jetzt ist offen. Okay. Ja, hätte ich mir jetzt auch spezieller vorgestellt. Ja, I don't know, ist halt ein schwarzer Pulli mit so einer Karo-Tasche und die Tasche ist mega dünn. Da bin ich mir tatsächlich, klar, auch mal cool, aber ich bin in letzter Zeit echt nicht so zufrieden mit ihr. Shit, das habe ich nicht gesagt. Ja, ich dachte mir, ich probiere den einfach mal. Also, ich habe den einfach mal mitbestellt und dachte mir, mal angucken. Also, der würde jetzt von mir nur... Ja, er kann schon 3 Sterne haben. Ich dachte erst, ich gebe nur 2, weil die Tasche auch so mega dünn ist. Aber ich glaube, ich muss da tatsächlich echt sagen, den werde ich nicht behalten. I don't know. Vielleicht... Kommt darauf an, was ihr noch dazu sagen werdet. Aber der hat mich leider gerade nicht so überzeugt. Oh, hier haben wir nochmal Socken. Die behalte ich definitiv auch, weil, you know, Segel, Komma, Oberbraucher. Ja, die packe ich jetzt nicht extra aus. Oh, hier habe ich noch was für TikTok gekauft. Rainbow Cloud. Hier ist, glaube ich, eine Badebombe. I don't know, bin ich mega gespannt. Was haben wir hier? Oh, so einen hatte ich tatsächlich schon mal in grau-weiß, aber ich wollte immer schwarz-weiß, aber damals gab es halt nur grau-weiß und dann habe ich den einfach bestellt, dann noch eine Größe zu klein und den habe ich mir jetzt einfach nochmal geholt, nur jetzt dieses Mal in schwarz-weiß. Ich hoffe, der ist groß genug und der ist so flauschig, aber groß ist was anderes, ne? Ja, I don't know, hat doch keine Tasche. Ich finde es halt bei Shein manchmal so schwer, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich auch Probleme damit, mit den Größen. Ich versuche hier immer eine Nummer oder 2 Nummern größer zu nehmen, aber den hätte ich fast 3 Nummern größer nehmen dürfen. Ne? So an sich cool, aber I don't know. Da bin ich jetzt echt nicht so. Ich habe mir den schöner auch vorgestellt, der bekommt leider von mir nur 2 Sterne. Also dem Hemd gebe ich 3, das erste, den anderen Pulli. Dem Hemd gebe ich 3, den anderen Pulli 2 und dem hier leider nur 2 Punkte. So,
Jetzt komme ich auch schon zu den letzten zwei Sachen. Deswegen habe ich eigentlich bestellt, das wurde mir immer wieder angezeigt und ich dachte mir so, ist schon mega cool und da brauche ich jetzt unbedingt eure Hilfe, dachte ich. Doch, passt schon eure Hilfe, denn ich habe mir so eine Kuding-Jacke bestellt und das soll einmal so eine Art Pulli sein. Oh nein, ich glaube, das brauche ich gar nicht probieren. Ich glaube, das ist mir zu klein, du. Oder täuscht das nur? Weil ich wusste nicht, ist es so cooler? Ja, gut. Das muss zurück. Das ist kaputt. Oder kann ich das irgendwie selbst reparieren? Nee, das ist hier unten komplett ausgerissen. Ja, aber irgendwie... Oh nein, ich hoffe, mir gefällt das nicht besser. So würde das für mich definitiv schon mal 4 Sterne bekommen. Jetzt Punktabzug durch das, aber kann mal passieren. Also so an sich, ich finde es mega cool. Jetzt bin ich auf die Jacke gespannt. Dann habe ich hier dasselbe nochmal, nur als Jacke. Wie sieht das so klein aus? Ich glaube, ich muss das nächstes Mal noch eine Nummer größer nehmen. Ich mache halt Jacken nie zu, ne? Und nein, ich glaube, mir hätte das andere besser gefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Jetzt, da brauche ich echt eure Hilfe. Ich glaube, was mir hätte dieser Pulli besser gefallen. Klar, ich finde das cool, aber ich bin kein Typ, der Jacken gerne zumacht. Ich habe eigentlich... Also da muss ich extrem frieren, dass ich die so zumache, ne? Das gefällt mir an Jacken einfach gar nicht. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, Jacke oder Pulli, aber ich glaube, ich bin fast für Pulli und ich glaube, ich bestelle mir den einfach neu. Aber, I don't know, vor allem Jacken habe ich eh so viele, ne? Ja, Leute, das war's dann eigentlich schon mit meinem kurzen kleinen Shein-Haul. Es war dieses Mal nicht so viel. Könnt mir ja bitte in die Kommentare schreiben, behalten oder zurückschicken. Aber ich glaube, ich werde als einziges nur das hier vielleicht behalten. Weil ich glaube, ich will den Pulli, aber der ist ja kaputt. Ich spüre mich nachher mal. Vielleicht kann ich den Reißverschluss ja irgendwie reparieren. Wenn nicht, muss er das trotzdem zurück. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wo ich vielleicht noch bestellen könnte. Ich habe letztens ein paar Sachen bei AliExpress oder Wish bestellt. Für TikTok. Wenn ihr Bock habt, dass ich euch das auch hier zeige, was ich dafür gekauft habe, also was ich so gekauft habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst mir gerne ein Daumen nach oben da. Abonniert mich auf TikTok, Instagram sowie auch hier. Hier findet ihr jetzt noch 2 weitere Videos, checkt die sehr gerne aus und ich würde sagen, haut rein, bis zum bald und bye.